Hallo zum neuen Video hier auf meinem Kanal in der Reihe Strukturfunktionen Variablen in C, C++ und heute geht es um digital und analog und das digital und analog wird hauptsächlich mit dem Arduino verwendet, aber das stelle ich jetzt einfach mal vollständigkeitshalber vor. Das schadet ja keinem. So, und dann geht es überhaupt los. Also was ist denn der Unterschied zwischen digital und analog? Also der primäre Unterschied zwischen digital und analog ist, dass digital, da können immer nur gerade Werte angezeigt werden. Also zum Beispiel, jetzt, hier habe ich zwei so Bilder, also Entschuldigung, beim zweiten Bild, da habe ich von Hand gezeichnet, aber ja, das ist jetzt eigentlich eher unwichtig. Und bei digital ist es eben so, man kann im Prinzip nur gerade Werte haben. Das heißt, man kann im Prinzip, hier habe ich jetzt einen Strahl und da habe ich in der Höhe habe ich maximal 2. Das heißt, bin jetzt hier auf dem Wert 0. Dann beim nächsten bin ich auf dem Wert 1, dann beim nächsten bin ich auf dem Wert 2, dann bin ich wieder auf dem Wert 2 und dann bin ich wieder auf dem Wert 1 und dazwischen gibt's aber nichts. Das heißt, da geht's einfach gerade runter. Und bei analog ist es eben so, man hat im Prinzip unendlich viele Werte, da man eben eine Kurve hat und eine Kurve ist halt einfach nicht gerade. So, aber warum erzähle ich denn das überhaupt, das digital und analog? Das geht einfach darum, dass es beim Arduino gibt's die digitalen und analogen Pins. Hier oben, das sieht man jetzt gerade ein bisschen schlecht, da kann man die digitalen Pins sehen und ich sehe gerade, ich habe es ziemlich unsauber ausgeschnitten, aber das ist, ja. Also hier oben sind die digitalen Pins, das sind von 0 bis 13, wobei der 0. und der 1. Pin sind Transmitting und Receive Pins und hier unten von A0 bis A5 haben wir eben analoge Pins und das A steht für analog. Macht eigentlich auch relativ viel Sinn. So, der leuchtet den Pin-Mode vor, dann stelle ich euch das Digital Write und Read vor, dann das Analog Write und Read und das Analog Reference. Das sind alles Befehle, die ihr in der Arduino IDE verwendet. Und dazu sehen wir uns jetzt gleich in der Arduino IDE. So, und da sind wir jetzt schon in der Arduino IDE. Die habt ihr wahrscheinlich schon im letzten Video schon ein paar Mal gesehen. Und ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht dran zu zoomen. So, und dann fangen wir jetzt gerade schon mit dem Pin-Mode an. Und der Pin-Mode, der sieht in der Arduino IDE so aus. Und das ist jetzt ein Befehl, der in der Arduino IDE schon von vorne rein implementiert ist. Und deshalb wird er auch rot angezeigt, zumindest wenn man ihn richtig schreibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei dem Mode das M klein habe, dann wird er eben nicht mehr orange angezeigt. Dann ist er halt falsch und funktioniert nicht. Und das dem Semikolon habe ich euch schon im ersten Video gezeigt. Das verlinke ich euch jetzt auch nochmal oben rechts. Und ja, dann erkläre ich euch das. Also der Pin-Mode definiert bestimmte Variablen zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Variable habe, die nenne ich LED. Und die LED habe ich zum Beispiel auf einen Pin gesetzt, zum Beispiel jetzt auf den Pin 13. Dann würde ich die als Output definieren, weil dadurch dann eben Strom ausgegeben wird. Dann eben über den Variablennamen und das wäre jetzt in dem Fall der Pin 13. Dazu müsste ich dann aber da oben jetzt noch vielleicht Int LED, also Integer LED und dann 13 schreiben. Und dann wird eben Integer auf LED gesetzt und LED ist dann Pin 13, aber dazu werdet ihr in einem anderen Video noch mehr sehen. Und dann wird eben die LED hier auf den Output gesetzt. Und das gleiche geht auch andersrum. Zum Beispiel, wenn ihr einen Taster angeschlossen habt, dann müsstet ihr es auf den Input setzen, damit der Taster eben ausgelesen werden kann. Also das heißt ungefähr, bei einem Output kann man Strom raussenden und bei einem Input kann man eben Strom einlesen oder halt reinbekommen. Dann gibt es eben noch den Digital Write und das ist auch ein Befehl. Also wie schon gesagt, es gibt Digital Write und Analog Write und in Digital Write braucht man zum Beispiel, wenn man die LED, die ich oben schon mal definiert hatte, zum Leuchten bringen will. Also zum Beispiel, dass man hier jetzt Digital Write schreibt und dann LED und dann High. Das heißt, die LED würde angehen, weil hatte ich die ja oben schon mal als Output definiert. Und was dann auch geht, zum Beispiel, wenn man die LED dimmen will, dann gibt es eben die PWM-Pins beim Arduino. Das sind, ich glaube, Pin 5 und Pin 4 ist es. Und da kann man eben auch hinten Werte draufschreiben. Und PWM steht für Pulsweitenmodulation und damit kann man LEDs dimmen. Dann gibt es eben noch den Digital Read und mit dem Digital Read werden eben Inputs ausgelesen. Damit kann man zum Beispiel den Taster auslesen und gucken, ob der Taster gedrückt ist. Und im Prinzip ist jetzt der grobe Unterschied zwischen dem Digital Write, dass man damit was ausgibt und mit dem Digital Read kann man eben was einlesen. Das ist eigentlich der einzigste Unterschied dazwischen und ist auch das einzigste Wichtige. So, und wenn es euch bis jetzt schon mal gefallen hat oder ihr noch mehr davon sehen könnt, dann könnt ihr auch nächste Woche genau um die Uhrzeit wieder einschalten. Dann ist wahrscheinlich das nächste Video hochgeladen oder ihr seid in der Playlist und dann kommt direkt danach. Aber um nichts mehr zu verpassen, würde ich euch jetzt empfehlen, unten ein Abo dazulassen. So, dann kommen wir jetzt gerade schon zu dem Analog Write und damit kann man, oh, jetzt habe ich ein bisschen was falsch gemacht, aber mit dem Analog Write kann man eben die analogen Pins ansprechen und da kann man zum Beispiel auch, den muss man eben dann auch definieren und alles.
Und damit kann man dann auch wie bei dem Digital Write Strom im Prinzip ausgeben. Das heißt, man kann auch jetzt hier High reinschreiben. Aber eben um zu dimmen, kann man auch wie bei den PWM-Pins oben, kann man auch die 155 reinschreiben. Das heißt, es ist im Prinzip genau das gleiche wie das Digital Write. Und deshalb verwendet man auch eher weniger das Analog Write, sondern im Prinzip eigentlich eher das Digital Write, weil es eigentlich auch mehr Sinn macht. Dann, aber was wirklich Sinn macht, ist das Analog Read, weil damit kann man eben analoge Pins auslesen. Weil wenn man zum Beispiel einen Temperatursensor hat oder generell einen Sensor, dann hat man ja mehr Werte wie 0 und 1. Also bei einem Taster hat man im Prinzip die Werte 0 und 1, je nachdem, ob man Öffner oder Entschließer als Taster hat. Also beim Taster hat man die Stati, im letzten Video hatte ich es falsch gesagt, hat man die Stati ein und aus. Aber beim Sensor, zum Beispiel bei einem Temperatursensor, ist es ja so, man hat verschiedene Temperaturen oder Kommatemperatur und da kommt man ja nicht sonderlich weit, wenn man nur ein und aus hat. Das heißt, mit einem Analog-Read kann man eben auch Zahlen zwischen 1 und 0 im Prinzip auslesen. Also man kann im Prinzip unendlich viele Zahlen auslesen. Beim Arduino ist es aber begrenzt, weil damit kann man 1024 Zahlen auslesen. Warum 1024? Weil das ein, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber wenn man die Zahlenreihe hat, dann kommt auf 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 124, 256, 512 und dann kommt eben 1024 und deshalb ist es wahrscheinlich auch die 1024. Okay, das war es dann mit dem Analog Read. Also wie gesagt, ist im Prinzip genau der gleiche Unterschied wie auch bei dem Digital Write und Digital Read. Nur der Unterschied dann nochmal zu dem Analog Read ist, dass man auch Werte zwischen 0 und eben 1024 auslesen kann. So, dann kommen wir zum letzten Befehl. Das ist der Analog Reference und damit kann man die Referenzspannung für analoge Pins konfigurieren. Das habe ich jetzt eher weniger benutzt und ich weiß auch nicht, wofür wirklich das gut sein soll. Aber den Befehl gibt's und ich habe den jetzt einfach mal drin. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch ein Tutorial dazu bringen werde. Ich denke schon. Ich habe das jetzt einfach drin zur Vollständigkeit und das war's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like oder ein Abo da lassen. Ich würde mich drüber freuen und auch einen Kommentar, damit ich weiß, ob das Video überhaupt irgendwie gefallen hat oder Verbesserungsvorschläge für die Videos, wenn irgendwas nicht gefallen hat. Und das war's dann eigentlich mit dem Video. Und auf Instagram könnt ihr mich jetzt natürlich auch noch finden. Da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen aktiver. Und das ist gerade der erste Link in der Videobeschreibung. Und das war's dann mit dem Video. Und tschüss.